herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der Tina und dem Marc Acker Handwerker auf der neuen Map unterwegs und ich hatte einen total beschissenen Tag. Ja, nicht nur einen total beschissenen Tag, wir haben die letzten Tage schon irgendwie ganz oft abends gespielt und es lief überhaupt nicht. Ich habe es so auf die Fresse bekommen und auch so in diesem Spiel hier. Es war aber trotzdem eine geile Runde und trotz, dass ich die ganze Zeit rummecker und rumheule, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal die Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. So, lasst uns mal eine fröhliche Runde spielen. Fröhliche, fröhliche Runde. Oh, du Fröhliche. Das haben wir erst hinter uns. Ja. Ach, ist er bald wieder. Jetzt werden erstmal die restlichen Weihnachtsmänner eingeschmolzen zu Osterhasen. Stimmt. Und dann. In 364 Tagen. Das ist schon wieder vorbei. Richtig. Fuck. Beastface. Oh, das brauchen wir. Ja. Nee, ich nehme das mal, Marc, weil du bist da ja. Da sind schon die ersten Biester. Weeping? Ja. Hm. Gegner! Wo? Hinterm Compound, Nordwesten. Oh, okay. Ja, der nimmt den Clou gerade. Wo ist denn der? Hier vorne vor. Ein Clou ist da irgendwo und der andere ist hier in der Hütte. Oben ist einer drauf, glaubt, der hat mich gesehen. Okay. Pass auf, hier ist ein Armor drin, ne, falls du reinkommst. Mhm. Das kannst du, der guckt zu mir gerade. Ich dachte, der kommt hier rein oder so. Nein, 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 ich war doch drauf. Was? Durch die Wand ein Hit. Wo sind denn die? Ich hab keinen Dunst. Einer war hier oben vom auf dem Vordach. Aber der ist nicht mehr drauf. Oder? Ne, ich glaube nicht. Ich sehe auch keinen hier von der Seite. Einer ist drüben im Haus. Kann sein, dass er gleich hier im Vorraum kommt, ne? Dass er Vögel aus dieser Richtung vom Prison. Da ist keiner, Tina. Okay. Hier ist auch die Tür zu, die eine. Kann sein, dass der unter uns ist. Ja, ich höre hier unter uns ein.
Du hast ihn? Yes. Schön abaimen. Bloß nicht aufheben lassen. Ich weiß nicht, wo er ist. Hinterm Wagen, genau auf dem Hof. Bei mir hier, der Hinweis ist rot. Ja. Einer war zuletzt da drin. Ist immer noch da drin? Hä, wieso bin ich? Ich bin drauf und treff nicht. Was ist das denn? Das ist ganz komisch. Steps. Da war er gerade. Mann! Direkt unter mir, Tina. Einer kommt jetzt rüber. Da ist er nicht mehr. Da unten sind zwei. Ach man, komm ey, ich geh nach Hause. Komm mit. Jetzt hebt er den natürlich auf. Down. Nice. Ich höre sie nachladen, aber ich sehe sie nicht. Einer ist hier unter Jan. Kein Hitmarker. Beiden Toten liegen da noch. Nice. Kapsel. Ja. Das war's. Springfield Heckenschütze und Uppercut und Lebel und Pex. Komm, wieder meine Waffe drinstecken. Mhm, hab ich schon gesehen. Hier ist Heilung. Die nehme ich mir, weil meine Packs ist, glaube ich, kaputt. Ohne Scheiß, ich war so oft drauf und habe keinen Hitmarker bekommen. Mm. Das muss ich mir in Zeitlupe nochmal angucken. Ja. Gewechselt? Ja. Man nee, der zweite hat aufgenommen. Nee. Das war jetzt der dritte. Das war der dritte, ja. Also bei mir war gerade nur ein roter angezeigt. Echt? Und als er aufgehoben hat, waren zwei, ja. Ja. Dann hat vielleicht die erste Bounty schon mal gewechselt. Steps über mir. Nein. Ja, die laufen Richtung Exit. Ach, jetzt habe ich auf den Toten da oben geschossen. Oh je. Einer ist direkt über mir. Oder ist das ein Zombie? Da sind zwei bei dir. Scheiße, ist Gift. Alter Verwalter. Macht mal eine ohne mich danach. Hat Hit. Ist tot. Schön. Auch geschossen. Alter. Was hat der denn jetzt geschossen? Der Peitsche oder was? Poison-Pfeil. Bogen. Schön.
uns auf Bounty aufnehmen können. Nee, will ich nicht. Jetzt habe ich noch zwei Mann. Habe ich die Publik Romero. Oh Mann. Hat denn den scheiß Stacheldraht da hingeworfen? Ich schieße die ganze Zeit gegen den Stacheldraht. Vor allem duckt er sich. Heb den anderen auf, heb mich auf. Lass mich erstmal heilen. Er hat ihn aufgehoben, ja. Ja, schön. Deswegen bin ich jetzt gestorben. Mann. Jawoll. Yes! Also. Ja, Mann, du geiler Ficker! Halt's Maul, ich will meine Crown wieder haben! Kriegst du nicht. Ich hätte mich ganz gerne erstmal geheilt. Bevor ich dich aufhebe. Sorry! Könnte ich meine Crown wieder haben? Deine Sniper hast du? Ja. Okay. Weil ich sagen muss, so schlecht war die Romero jetzt nicht. Hat die irgendwelche Sonderschüsse drin gehabt? Nee, nein, ne? War ganz normal. Das sag ich doch. Die hat halt nur ein sehr langes Rohr. Ach okay. Du Scheiße. Sterbe ich jetzt dann? Oh. Tina Houston? Was machen wir denn jetzt? Bleib mal da unten stehen, ich hüpfe auf deinen Kopf und sag dir, wie viel Schaden ich kriege, warte. Gar nichts. Auf den Kopf hüpfen, kriegst keinen Schaden. Oh, wunderbar. Sehr schön, danke. Ich habe auch gerade gezittert, weil ich hatte nämlich, ich habe nur noch 50 HP. Ja, aber wenn einer auf dich hüpft, kriegst keinen Schaden. Ja.
Egal wie hoch das ist. Hätte ich mich ja auch aufheben können. Also. Ja, trotzdem. Ja, war an sich eine schöne Runde. Wenn ich nicht so viel gemeckert hätte. Ja, am Ende ging es noch gut aus, aber ich habe ganz schön viel rumgemeckert. Wir haben angefangen an dem Tag und ich habe direkt, ich glaube, ich bin direkt 4 oder 5 Mal gestorben in einem Match. Bin aufgehoben worden, gestorben und das ging mir schon so auf die Nerven. Und danach die Runde war nicht besser und dann kam diese Runde hier. Für mich hat es das gerettet, dass ich mit der Romero noch 2 Mann geholt habe, aber das war überhaupt nicht mein Tag. Bei Weeping haben die 2 das sensationell gemacht, Tina und Marc. Richtig gut. Da habe ich gedacht, ich wäre die ganze Zeit drauf mit der PAX. Ich denke, ohne es mir jetzt nochmal angeguckt zu haben in Zeitlupe, dass ich wahrscheinlich nicht richtig drauf war. Aber, wie ihr mich kennt, ich zeige es euch jetzt nochmal in Zeitlupe. Ich bin sehr gespannt, ob ich drauf war oder nicht. Okay, sehr, sehr krass. Ich war tatsächlich bei allen Schüssen daneben. Das hätte ich nie gedacht. Die Wahrnehmung im Spiel bei normaler Geschwindigkeit ist ganz anders, als wenn du dir das bei Zeitlupe anguckst. Das ist so heftig. Ich habe tatsächlich gedacht, ich wäre immer drauf gewesen. Ich habe schon Hyping-Leute beschuldigt und so weiter. Aber letztendlich lohnt es sich, alles nochmal in Zeitlupe anzugucken. Richtig, richtig krass. Ich bin richtig entsetzt. Weil ich hätte nicht gedacht, dass ich so oft daneben war. Ich dachte, mindestens einmal war ich drauf und habe keinen Hitmarker bekommen. Heftig, heftig. Ja, krass. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen, trotz meinem Gemecker, was ich ja zum Großteil zum Glück rausgeschnitten habe. Ja, denkt an meinen Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie game.de, die mir das für euch zur Verfügung gestellt haben. Könnt ihr jederzeit nutzen, ich bin da auch immer drin zur Aufnahme. Game.de könnt ihr gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Web-Server, Game-Server etc. sucht, seid ihr an einer super, super Adresse, kann ich nur empfehlen. Mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns morgen früh um 9:30 Uhr wieder. Haut rein, tschüss!